Yo Leute, Double P ist hier jetzt wieder Tanzverbot und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video aus Madeira, Portugal. Ja, es gibt ja schon viele Gerüchte um den McDonald's in Madeira und ich möchte einfach als eingefleischter McDonald's-Konsument möchte ich einfach mal wissen, wie das ist, hier auf Madeira, auf einer Insel, McDonald's zu besuchen und deswegen... Ja, stehen wir jetzt einfach hier vor und werden jetzt hier das Video aufnehmen. Als Kameramann habe ich keinen geringeren als... Yo Leute, Doppelpiece! Und die Leute gucken schon böse. Ist mir egal. Auf jeden Fall bin ich mega, mega gespannt. Das Geile ist ja, wie gesagt, McDonald's ist ja international. Du kannst jetzt hier schön rangehen. Früher war das ja noch richtig nervig, weißt du, da gab es ja die Dinger noch nicht. Was meinst du, wenn ich hier abkacken würde, wenn ich jetzt so, hello, I have one big burger with two patties, so weißt du das? Aber ich glaube, hier an den Automaten gibt es nur Englisch. Hier an den Automaten gibt es nur Englisch. Sollen wir mal gucken? Das könnte schon problematisch werden. Aber Englisch ist immer noch besser als Portugiesisch. Also nicht, dass ich die Sprache hasse, aber ich verstehe sie einfach überhaupt nicht. Ja, es gibt nur Englisch und Portugiesisch. Aber ich helfe dir übersetzen. Ja. Englisch? Eat in? Wollen wir eat in? Ja, wir essen hier. Wir machen eat in. Okay. Dann bin ich mal extrem gespannt. Do you want to use your... Das ist so eine Karte, so eine McDonald's-Karte hier. Oh, ist das schön, Mann. Ich fühle mich gleich heimisch. Kann man gleich mal holen. Man weiß ja nie, wo die Zukunft mich hinführt. So, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht erstmal übertrieben unspektakulär aus. Ja, das sind also nur die. Ich war in Spanien und ich war in Frankreich, da war immer alles so, wow, weißt du, da war alles so krass anders designt. Und hier sieht das so aus, als ob das so neutraler gehalten ist. Also, das ist ja bei McDonalds immer so ein Review, ist ja immer überkrass. Guck mal, hier sieht man das zum Beispiel, wenn du jetzt da vorne hin zeigst, hier sieht das überkrass. Wenn du dir den Burger in Wirklichkeit bestellst, dann ist das immer so eine übelste Enttäuschung, weißt du, dann machst du so auf, denkst du so, oh, geil. Ich glaube, es sind nur die Rubriken, also hier kommen noch Burger und alles und das sind Neuheiten, ne? Das ist jetzt, aber ich kenne das ja, das ist ja überall so. Genau. Eurosafe. Das sind die 1-Euro-Dinger. Hier gibt es nämlich auch die hier für 2 Stück für 1 Euro. Zwei Stück für 1 Euro. Okay, das ist krass. Also ich fand das in Deutschland für 1 Euro schon schön. Die haben ja nach und nach immer mehr abgeschafft. Wa? Cheeseburger hat ja damals eigentlich auch mal 1 Euro. Ja, aber kostet jetzt 1,30. Das ist schon krass. Wie viel kostet in Deutschland auch 1,30? Ja, und das ist immer anders bei jedem Restaurant. Guck mal, wie langweilig. Das sieht ja nur so aus wie so ein richtig altertümliches Design. Ich will jetzt mal wieder zurück zu den normalen. Wie komme ich denn jetzt wieder zu... Wir gucken uns mal die Neuheiten an. Das sieht über... Hier, Signature Classic. Der Signature, der wird irgendwie überall auf der Welt verkauft. Also ich war jetzt in Frankreich, ich war jetzt in Belgien, war ich nicht bei McDonald's. Und ich war in Spanien und die hatten überall einen Signature. Der sah immer ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt sieht der nie so aus wie hier. Also da braucht man sich auch gar nicht mehr freuen. Hä? Ich dachte, ihr habt den nicht. McVeggie, ja, das ist aber nicht der Vegane. Ach so, ja, der stimmt, ist nicht vegan. Ding, wo ich mich auch... Der ist nur vegetarisch. Ich damals mein peinliches Video aufgenommen habe. Das sieht gar nicht so schön aus. Nee, oder? Guck mal, das ist normaler Käse. Ach so. Und das ist Brie. Was ist denn, Mann? Ein Brie ist, glaube ich, so ein Schimmelkäse, so ein Stückchen. Okay, hat sich normaler Käse. Aber guck mal, das ganze Menü 47. Also ein Signature-Menü in Deutschland kostet 9,49 Euro. Ah, okay. Was kann man denn hier haben? Refreshing. Oh, habt ihr hier so ein Ding, wo man einfach immer wieder neu holt? Ich glaube nicht. Ach so, ich dachte Refresh. Also nee, das sind einfach Erfrischungsgetränke. Ach, ja, dann nehme ich hier einfach sowas. A large Coke. Ah, geil, Mann. Das hört sich schön an. Aber ich trinke immer mein Eis. Ich hoffe, du hast kein Problem damit. Darf ich? Er bestellt sich so Fleisch und fragt mich, ob ich ein Problem mit dem Eis dir habe. Natürlich nicht. Ehrenmann. Mir gefällt der McDonald's. Not available. Kein Salat, schade. Da musst du wohl Pommes nehmen. Oh, Mann, ey. So kann man sich doch gar nicht umstellen. Genau. Ich mag keine Soße, keine Ahnung warum. Alle mögen Soße, aber ich kann damit nichts anfangen. So, haben wir hier noch irgendwas? Das nervt mich hier. Du musst einfach noch irgendwas dazu wählen. Und dann denkst du so, das Menü, Alter, 47, geil. Und dann, du kannst nicht add to order. Du kannst jetzt nicht weiter. Ja, willst du noch was dazu nehmen? Ja, du hast ja ein Großmenü genommen. Chicken Nuggets oder ein Wrap oder ein Cheeseburger. Einfach nur als Beilage. Da kann man ja einfach machen. Ja, ja. Und die Nuggets, die interessieren mich jetzt nicht so. So. Was ich immer gerne mache, weil das Einzige, was ich bei McDonald's hier esse bzw. trinke, ist das hier, die Limonade. Die ist echt lecker, die möchte ich auch einmal. Die holen wir auch für Jan einmal. Ja, nehmen wir mal in Large und dann dreimal. Dann nehmen wir sie mit Large. So, Alter, auch Bier haben wir hier auch. Bier gibt's auch hier. Schlecht. Hot Drinks, nee, das interessiert mich nicht. Gibt's hier noch irgendwelche Desserts? Warte mal, habt ihr hier keinen? Ihr habt hier gar keinen McCafé?
Hier nicht in dem. Aber ich habe am Hafen ist ein McCafé. Okay. Also das hier ist ja. Das ist ja komisch. Ich kenne keinen McDonalds, der keinen McCafé hat, außer diese Dinger, die so im Bahnhof oder sowas drin. Ja, wir sind ja quasi wie in einem Bahnhof. Guck mal, damit die Zuschauer mal Bescheid wissen, wir sind gerade in einem Einkaufscenter. Hier ist zwar ein McDonalds, ja, aber. Da fährt die Bahn. Hier ist auch ein KFC. Hier ist ein Pizza Hut. Da ist ein Subway, also Burger King. Also hier ist quasi so eine Foodmeile mit allem. Junge, du rennst einfach so weg. Ich wollte nur sagen, dass es hier alles gibt. Wir mal an. Hier, guck mal, Madeira ist sehr schön. Und nein! Ich wollte nur sagen, wir sind nicht in einem richtigen McDonalds, sondern wir sind in so einer Filiale, die in einem Einkaufszentrum ist. Oh, es gibt Pancakes. Soll ich auch mal? Ja, probier. Ehre. Oh, was kannst du nehmen? Karamell-Topping, Schokolade. Ja, schon okay. Geil. Bin ich aber gespannt. Would you like to make a donation to help Ronald McDonald? Ja, wenn für so Kinder. Machen wir gleich. Wir haben ja ein bisschen mehr bestellt, deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz auf die Nummer warten, die hier irgendwo angezeigt wird. Ja, da hinten. So, wir haben uns jetzt hier hingesetzt, wir haben jetzt unsere Essensbestellung bekommen. Also meine, ist es ja meine, so ist das Zeug ja nicht. Ich musste das sagen. Wir dachten, dass es ein bisschen länger dauert wegen den Pancakes und dann sind wir da hingegangen und dann dachten wir erst, dass mir jemand meine Bestellung geklaut hat, weil da die 69 nicht mehr zu sehen war. Und dann starten die das aber hinter den Tresen, weil die es schon fertig hatten und wir es einfach nicht abgeholt haben. Und was ich auch sagen muss, der Stuhl ist extrem eng. Das nervt mich, wenn ich mich hinsetze. Dann hol ich auch so einen Kinderstuhl, den da. Fühle ich mich eigentlich. Nee, warte mal. Ach, der hat keine Lehnen. Lol, der hat keine Armlehnen. Ich erstmal über die Stühle auf. Dann hat er zwar keine Lehne mehr, aber meine Schenkel können sich frei entfalten in beide Richtungen. Sehr gut. Und hier habe ich natürlich auch etwas vor mir, was das Ganze wieder nicht in die richtige Richtung bringt, aber was auf jeden Fall interessant sein wird für alle. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist. Ich denke mal, das hier wird der Eistee sein. Nein, das ist die Limonade. Das ist der Eistee. Ach so, das ist der Eistee, ja. Nein. Ich dachte, du hast Cola bestellt. Nein, Cola geht gar nicht bei McDonald's. Also das mache ich gar nicht. Ach, krass. Eistee war tatsächlich das Einzige, was man noch ansatzweise trinken konnte. Bei allen anderen hat man so dieses Konzentrat geschmeckt. Das auch bei Burger King ist es genauso schlimm. Da kannst du, also meiner Meinung nach, kannst du da nichts trinken von. So. Ich werde jetzt den Eistee ausprobieren, der wird wahrscheinlich genauso schmecken, wie er auch in Spanien und wie er in Frankreich geschmeckt hat. Aha, schön reinschmulen ins Video. So, ich werde genau jetzt anlippen, ja? Das ist immer so ein Junkfood-Essen, was verstehe ich. Oh, oder? Was Feines. Alter, das sieht aber geil aus. Sieht echt gut aus. Ich habe keinen Bock mehr auf McDonald's. Sag mal. Ich werde jetzt an Eistee nippen und werde gleich wieder feststellen, dass er genauso schmeckt wie überall anders auch. Überraschend, oder? Warte. Wie gestern beim Schwimmen. Schmeckt genauso. So, das nächste ist dann immer die Pommes, obwohl das eigentlich die Beilage ist. Da bin ich mal gespannt. Ich sehe wenig Salz. Warum rieche ich? Salz riecht man nicht. Weißt du, ich tue immer mehr auf Experte, als ich in Wirklichkeit bin. So. Nein, das Salz. Das ist nicht hochwertig. Nein, ich werde jetzt einfach mal diese Pommes hier essen und dann werde ich gucken, ob diese Pommes gut schmeckt. Ja, scheiße, die lagen jetzt schon ein bisschen rum. Deswegen haben die jetzt schon ein bisschen an Knusprigkeit verloren. Das ist jetzt blöd. Das ist natürlich, das ist der Müll bei McDonald's. So, du lässt die Sachen 10 Minuten liegen und dann schmecken die nicht mehr. Also jedenfalls bei Pommes ist das ganz schlimm. Bei anderen Läden geht das noch, aber bei McDonald's müsstest du eigentlich als erstes die Pommes essen, weil danach werden die labbrig. Und hier ist es leider schon so, weil die Bestellung da kurz rumlag. Wer macht denn da so einen Kampf? Oh, ganz viele Leute. Also 50 Leute hinter uns. Der Rätsel wird totgeschlagen. Ja, aber wer macht das? Also 8 Leute rufen mich böse an. Ja. Aber nicht viel zu sagen. Das ist tatsächlich auch, wenn die alle eine Norm haben, wie bestimmte Produkte zu schmecken haben. McDonald's Pommes können wirklich von der Qualität variieren. Das ist so. Mein Lieblings-McDonald's in der Prenzlauer Allee, wo ich immer hingehe, die machen die Pommes perfekt. Also meistens. Manchmal versalzen die auch oder verkochen die oder wie auch immer man das machen kann. Ich lasse die so lange drin. Aber es gibt wirklich perfekte McDonald's Pommes. Also wie so perfekt, wie sie halt sein können in der Fastfood-Kette. Mein Gott, dass sich nicht wieder irgendwelche Leute aufregen. Hier, ich hab einen regionalen Pommesladen und da schmecken die viel besser als bei McDonald's. Natürlich schmecken die da besser als bei McDonald's. Mein Gott, ja. Als nächstes können wir den Cheeseburger eigentlich nehmen. Selbe Verpackung wie in Deutschland, der Cheeseburger. Sieht von außen auch ganz normal aus und ich befürchte tatsächlich auch, dass er genauso schmecken wird wie in Deutschland.
Aber warum befürchtest du das? Ist es nicht etwas, was du dir eigentlich wünschen würdest, dass McDonald's überall gleich schmeckt? Oder willst du, dass McDonald's überall... Nee, ich will ja neue Erfahrungen machen und sagen zu können, da schmeckt das so, da schmeckt das so und da schmeckt das so. Aber das Auge ist ja mit und das sieht genauso aus wie in Deutschland. Deswegen denke ich das. Ne? Siehst du denn das blaue Schild? Das sind richtig geile Hamburgerladen, glaube ich. Ja. Vielleicht würde dein Cheeseburger besser schmecken. Ich werde da jetzt... Ich werde jetzt hier reinbeißen und die Augen dabei zumachen, um festzustellen, wie es schmeckt. Ja, schmeckt ganz normal. Schmeckt, würdest du sagen, schmeckt genauso wie in Deutschland? Bin mir nicht sicher, ob das Fleisch ein bisschen anders schmeckt. Ein bisschen chlorhaltiger vielleicht? Die Sache ist halt, die Rezeptur obendrauf, die ist halt wahrscheinlich immer dasselbe, so, weil das kann man ja alles hierher schaffen, easy. Ja, das Fleisch auch an sich. Aber das Fleisch kann ein bisschen anders sein, da bin ich mir nicht sicher, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber die Rezeptur an sich ist halt gleich und deswegen ist das schwer. Weil das Fleisch von McDonald's an sich hat ja keinen Geschmack. So, wenn man nur das Patty isst, dann so... Das ist bei Burger King besser. Grüße gehen raus. So. Dann nehmen wir als... Ah nee, das ist jetzt eklig. Eigentlich sollte man das als Nachspeise nutzen, oder? Den Pancake? Ja. Ich habe noch nie einen Pancake bei McDonald's gesehen, außer in Amerika. Also weißt du, wie gute Pancakes aussehen? Ja. Wie gute... Wollen wir mal gucken? Ja, in dem veganen Laden, wo wir waren, da gibt es gute Pancakes. Ah, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie Pancakes gut aussehen. Okay. Ja, also ich sag mal so. Also ich glaube, dafür braucht man keinen Experte. Also schön ist anders, sag ich mal so. Wie soll man die jetzt essen? Hast du kein Besteck? Scheiße. Nimm. Ah doch, du hast Besteck. Plastik. Schön Plastik. Nee, also Madeira ist doch nicht so perfekt. Eigentlich ist das eklig, wenn ich jetzt erst das esse und dann den Burger. Dann ist das gleich. Ja, dann esse ich das gleich. Aber es ist Schokosoße obendrauf, ne? Ja, Schokosoße. Ja, ausgewählt. Okay. Aber du hast eine Sache noch nicht probiert. Bitte. Die Limonade. Stimmt. Nee, das ist Jans Limonade, das ist deine. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Limonade, die habe ich nämlich noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, ist das so ein regionales Produkt oder? Ich glaube, das ist so ein Madeira-Ding. Okay. Weil das habe ich noch nie gesehen, aber bin ich echt gespannt. Plastik oben drauf. Wieso habt ihr hier auch Plastik oben drauf? Ey, wirklich, das war in Frankreich, oder? Ey, in Frankreich war das krass. Die haben ja. Habe ich gesehen, da sind schon einen Schritt weiter. Oder? Das ist halt auch wirklich, ich bin ja jetzt nicht so kleinlich, was das angeht. Oh, aber sowas kann man ja wirklich machen. Weil das hat ja funktioniert, einwandfrei. Ja. Und hier hat man halt zweimal Plastik. Einmal einen Strohhalm. Wollten die das nicht verbieten, diese Plastik? Wird bald verboten in ganz EU, dann kann es auch Madeira auch nicht mehr geben, ja. Okay. Na, jedenfalls bin ich echt gespannt. Ich konnte das vom Geschmack auch gar nicht zuordnen. Da stand gar nichts drauf, oder? So, das war einfach, bestimmt ist irgendwas. Also, spoiler mich jetzt nicht. Ich will jetzt einfach gucken, wie das ist. Ich bin gespannt, das sieht aus wie Wasser. Das hat mich schon voreingenommen jetzt. Das schmeckt wie so ein Sportgetränk. Ja? Wie diese Sportgetränke, wo so Jogger drauf sind. Wo man dann so da rein interpretiert, dass man das unbedingt braucht, bevor man joggt, weißt du, wo dann trotzdem 17,5 Gramm Zucker auf 100 Milliliter sind. Hä, aber das schmeckt gut. Hast du das auch? Findest du das auch gut? Ja, ist okay. Also, ist ein bisschen säuerlich. Wie eine schöne Zitronenlimonade. Ich habe es auch probiert. Jetzt müsste man natürlich noch diese Inhaltsstoffe kennen, wie ob das viel besser ist als das. Ich denke, es ist ungefähr gleich. Es ist ungefähr gleich, schade. Das nimmt natürlich so ein bisschen den Effekt, wenn man wüsste, dass man das nehmen kann, anstatt von dem, um ein bisschen mehr Zucker einzusparen. Aber schmeckt gut. Kann man nehmen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich stand doch hier drauf. Limonada Media. Pancakes, Limonada. Also es heißt Limonada Media, keine Ahnung, hat keine Geschmacksrichtung. Media. Ist es ja eine Geschmacksrichtung? Ist wahrscheinlich irgendeine Marke, die mit McDonald's kooperiert oder so. Okay. So, jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zum Besten des Ganzen, und zwar den Signature. Stimmt, hier gab es ja gar nicht mehr Auswahl. Hier gibt es nur den Signature. Bei mir gibt es ja den Signature Barbecue, den Signature, oh, wie hieß denn das? Dieses grüne Zeug. Pesto? Nee, das ist so... Avocado? Nicht. Avocado, genau. Es gibt Signature Avocado gibt's und den Beef Barbecue oder so. Und was ist dein Lieblings-Signature? Meiner ist der Signature Beef Barbecue. Ah, okay. Barbecue Beef. Also ich weiß nicht mehr. Mann, ich war schon so lange nicht mehr in Deutschland, ich kann mich gar nichts erinnern. Ich hoffe, ich komme noch nach Hause. Ja, ich bin echt gespannt. Hier sieht man nämlich auch, dass sie auf weltweit ausgehen. Guck mal, das ist krass, weil das hier normalerweise drückt man das ein, um die Kategorie zu bestimmen für die Leute draußen. Wenn es jetzt zum Beispiel Beef ist, dann drückt man den ein. Wenn es jetzt Avocado ist, drückt man den ein. Weißt du? Und hier ist gar nichts. Das ist krass, dass sie internationale Verpackungen nutzen und hier keine eigenen haben. Hallo, sag mal. Oh! Oha! Hier steht tatsächlich McDonald's Portugal drauf, ne? Ja, krass.
Aber das hier hat keinen Sinn sonst. So ist ja nicht so, dass sie den Lüfter hier, dass sie ihn hier belüften wollen, den Burger oder sowas. Aber ich bin gespannt. Ich mach den jetzt voll. Bist du auf dem Burger drauf? Ja. Bist du nah drauf? Oder? Nee, ich bin gerade du und der Burger und sobald der aufgeht, gehe ich ran. Ach so. Ich bin gespannt. Ich sehe ihn noch nicht. Okay. Ey, aber ich muss sagen, das macht jetzt gar nicht so einen schlechten Eindruck. Also, wir reden hier von McDonald's. Das Brot sieht sehr interessant aus, Mohn ist drauf, das andere Zeug kann ich wieder nicht zuordnen. Was ist denn das hier? Kiesel? Sesam. Sesam, so das Normalste der Welt. Ich hol den mal raus. Ich finde es immer ganz erfrischend, wenn man mal anderes Brot hat, weil McDonald's hat immer sehr oft dieses ganz Normale und hier ist wenigstens noch ein bisschen was drauf. Den Käse kann man erkennen als Scheibe, ne? Ja. Ja, soll man denn hier auch? Ja? Ja, weiß ich. Also ich habe den eigentlich immer so. Okay, ich esse es nicht. Aber macht einen sehr interessanten Eindruck. Das ist schon durchgelaufen. Okay, das nervt mich. Weg. Oder. Nee, ist wirklich durchgelaufen. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Wir reden, wenn man jetzt hier von McDonald's-Verhältnissen redet. Macht einen guten Eindruck, ist ein schön großes Patty. Sieht nicht so matschig aus wie viele andere Burger. Ja. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück, dass sich jemand noch ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Normalerweise, sie werden auch ganz oft reingepfeffert, aber ich glaube ja, dass es die sind, wo die sich am meisten Mühe geben, weil das so das Aushängeschild ist überall bei McDonald's gerade so. Signature. Wir können auch andersmäßig so. So, ich bin mal gespannt. Ich glaube ja eher, dass Unge bei McDonald's angerufen hat, damit der Madeira-Burger besonders gut aussieht. Danke. Weißt du, vorhin, als er nicht da war, hat er, glaube ich, telefoniert. Dachte ich auch, aber darüber können wir uns nach dem Video unterhalten. Okay. So, ich werde jetzt hier reinbeißen an einer schönen Stelle, wo... Ist das normaler Salat oder ist es dieses bittere? Nee, ist normaler Salat, oder? Oder sieht so aus wie dieser bittere Salat, so ein bisschen? Wie heißt denn das? Nein, du meinst Rucola. Ja, ich meine Rucola. Nee, es ist kein Rucola. Es ist vielleicht... dieser bittere Salat. Vielleicht ist es Lolo Bionda. Aber ich weiß aber nicht. Aber das sieht aus wie anderer, ja. Ja. Ansonsten werde ich jetzt hier schön an dieser Stelle, wo alle Komponenten aufeinandertreffen, zubeißen und bin sehr gespannt jetzt. Mmh. Das ist verarschen! Wir haben keine Servietten geholt. Mann. Boah. Also lieber Tanzbrot, so viele Servietten brauchst du aber nicht, oder? Ich nehme die auch noch mit, weil wenn wir wieder hier rumlaufen, dann schwitze ich eh wieder rum. Weißt du, was du weißt, wie doll ich schwitze, oder? Du hast es ja gesehen. Sag doch einfach ja. Er nimmt Servietten von McDonald's mit, weil er schwitzt. Ja, die kann man mitnehmen und die sind dann auch noch kostenlos dazu. Wenn man hier schon so viel bezahlt, dann kann man auch dieser Wert noch mitnehmen. Ja, das ist logisches Denken. Visionäres Denken. Okay. Jetzt habe ich vergessen, wie er schmeckt. Dann muss noch mal rein. Ich muss noch mal reinbeißen. Der erste hat es mal besser, oder? Das noch gemacht. Oder war das fake? Der Rieste. Mann, ey! Interessant. Es schmeckt eigentlich wie in Deutschland und das Brot, da schmeckt man keinen Unterschied an sich. Also ich schmecke das hier nicht, aber es ist wieder so eine Gesamtkomponente, die sehr schön ist. Also es ist wirklich es ist sehr wohlig im Mund, muss ich sagen. Ich beiß nochmal ab. Ich habe mehr das Gefühl, dass es mehr harmoniert miteinander. Ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, dass die Produkte besser aufeinander abgestimmt sind. Also, dass sie vielleicht eine andere Art von Speck genommen haben, eine andere Art von Salat. Das ist so innig im Mund. So, das fühlt sich einfach alles gemeinsam an, so als ob das eine Substanz, ist. Das hört sich gerade voll komisch an, wie ich das sage, aber. Könnt ihr nachvollziehen, wie ich das meine? Man beißt einfach rein und man hat nicht das Gefühl, dass das verschiedene Komponenten sind, die aufeinander gelegt sind. Und man hat das Gefühl, dass das alles eins ist. Also findest du, es passt sehr gut zusammen? Ja. Die Komponenten sind gut gewählt? Ich muss sagen, es schmeckt ähnlich wie in Deutschland. Ich kann jetzt nicht so einen großen Unterschied zu erkennen, um zu sagen, ey, das ist der Signature auf der ganzen Welt, der beste, so nicht. Man schmeckt natürlich diese Ähnlichkeit, die vorhanden ist, aber irgendwie habe ich jetzt hier, vielleicht liegt es auch daran, dass sie ihn einfach perfekt zusammengelegt haben. Ihr habt ja gesehen, der sah jetzt gerade nicht schlimm aus, der war schön aufeinander gelegt. Aber es hat mich gerade erfüllt, da reinzubeißen, dreimal. Und die Hälfte ist weg. Wenn du jetzt nach Madeira ziehst, könntest du dir vorstellen, den auch nicht zu essen? Ich könnte dir vorstellen, den nicht zu essen? Ich muss kurz eine Sache dazu sagen, bevor du was sagst. Tanzbrot ist ja gerade im Urlaub, noch bis morgen hier.
wenn er hier drei Monate ist, haben wir ja gesagt, machen wir gesunde Ernährung, Fitness und so weiter und so fort. Da gibt es sowas höchstens einmal in der Woche. Und das meint er ernst, das ist nicht nur so YouTube-Video-mäßig oder so, sondern das hat er mir auch privat gesagt, hat mir zu verstehen gegeben, dass es wirklich ernst ist, dass es wirklich ernst ist und er das nicht zulässt, dass ich hierher komme und mich dann vollfresse und sich nichts verändert. Also das meint er wirklich ernst, auch außerhalb der Kamera. Also ne, nicht, dass die Leute jetzt denken, hey, er ist bei Simon und isst trotzdem bei Meckes, ja. Er wollte einfach bei Meckes mal probieren und das finde ich auch in Ordnung. Es gab schon 100 Kommentare dazu. Klar, ne, es ist auch in Ordnung. Aber glaubt mir, wenn er hier wirklich die Ernährungsumstellung mit mir macht, dann wird es maximal einmal in der Woche einen Burger geben. Da musst du drüber, da weißt du Bescheid, ne? Es wird eine harte Zeit. Ja, Simon. Aber sag mal so, von der McDonald's-Skala von 1 bis 10, wo liegt der Burger? Von der McDonald's-Skala. Also ich find, dass der Signature richtig geil ist und der... Boah, was? Da muss ich ganz kurz überlegen. Eigentlich ist der schon 10. Jetzt gibt's noch die Pancakes. So, ich verschmier das mal so ein bisschen. Das haben die ja jetzt hier nicht wirklich liebevoll gemacht. Jetzt werde ich mir hier einfach mal so ein... Ich weiß nicht, ob ich schon mal Pancakes gegessen habe. Eigentlich muss ich hier auch warm essen, ne? Ist doch egal. Nein, na doch. Den Geschmack muss man die warm essen. Nein, die sind so gut. Die Gabel. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt ein gutes Gefühl ist, so zum Abschluss. Sehr süß. Also ganz schön sehr doll süß. Eigentlich hast du das Gefühl, dass du auf einer härteren Schokosoße rumkaust. Weil das hat dich irgendwie auch vollgesaugt damit hier, wenn man hier drin reinguckt, das ist schon reingegangen und du hast eigentlich nur härtere Schokosoße im Mund. Weil das hier hat ja keinen Geschmack so wirklich. Also ich kann mir vorstellen, dass man das mag, aber mir ist das einfach viel zu süß. Okay, ja, ist ja auch gut zu wissen. Ja, also keine Sorge, ich weiß, jetzt habe ich das alles schon voll gemacht, jetzt wollt ihr das bestimmt nicht mehr essen. Ich esse das jetzt auf jeden Fall noch auf. Aber das war es denn so weit mit dem Video gewesen, oder? Es kommen gleich noch 8 Leute, die essen den Rest. Es kommen gleich noch 8 Leute, wir würden natürlich niemals Lebensmittel verschwenden. Das ist unlustig. Und ich bedanke mich an dieser Stelle einfach, dass ihr euch dieses Video eventuell bis zu diesem Punkt angeguckt habt, ohne vorzuspulen, so bis zu diesem Punkt und dann so, ja, ich habe auch bis zu dem Punkt geguckt, aber wir haben die nur 10 Sekunden geguckt und sind so vorgespult. Kennst du? Guck mich nicht so böse an, das macht mich übelst nervös, wenn mich 2 Leute angucken dabei. Aber er guckt nicht, weil er guckt irgendwo anders hin und filmt mich. Nein, alles klar, ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Video. Euer Tanzverbot. Double Peace.